Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Wir haben den Weltenbaum benutzt und sind nun in einer neuen Welt angekommen, die wirklich sehr schön aussieht. Ein bisschen herbstlich. Man könnte meinen, so wie draußen, aber draußen, also ich weiß auch nicht, wenn hier Herbst ist, dann sieht es draußen immer ein bisschen eklig aus und nie wie dieser Herbst in diesen ganzen Filmen, Fernsehserien, Mangas. Ja gut, es ist nicht so herbstig, ehrlich gesagt. Es ist doch eher sommerlich. Tatsächlich. Los, komm, Junge. Haben wir das schon gelesen eigentlich? Eigentlich schon. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für... Der ewige Kreis um das Licht dauert an, dasselbe Licht, was wir für den Bifrost benötigen natürlich. Krieg, wie du merken wirst. Muss ich die eventuell... Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mach das mal kaputt. Gehört ja nicht dir. Kann man ja schon mal kaputt machen, ne? So, ein bisschen Haxe... Was ist denn hier los? Fehlt bei dem Stück. Bei dem fehlen die Beine, oder? Ach nee, da ist ein Fuß. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Wir schauen mal schnell da drüben. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an den Weltenbaum bei Biomutant. Findet ihr auch auf meinem Kanal, wenn ihr mal gucken möchtet. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh nein. Jetzt greifen sie aber uns an. Wer? Das ist so unfair, wenn die fliegen. Wir können nämlich nicht fliegen. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Oh. Aber der hat ihn doch einfach nur getragen. Ach, warte mal, müssen wir hier vielleicht durchschießen? Ha! Sieht schon sehr schön aus. Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe ja was gesagt. Komm mal her hier, Junge. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Kratos einfach einen Sohn zu geben? Kann ich hier reinfallen? Nee, Spiele möchten nicht, dass wir irgendwo reinfallen. Ist ja auch kein Souls-like, ne? Moment, ist das Sindri? Ha? Ach, der Dreier. Oh! Ich hab's kaputt gemacht. Sindri! Wo sollen wir anfangen? Überall. Eieiei. Hüftrüstung, Brust. Nee, herstellen will ich doch gar nicht. Ich will doch hier verbessern. Brustrüstung. Die können wir verbessern. Brauchen wir nicht. Wir müssen die hier verbessern. Oh, die können wir sogar auch verbessern. Geheim.
Wir können auf jeden Fall beides machen. Könntest du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Nein, nur so eine Frage. Alles gut, alles gut. So. Zauber können wir kaufen. Nö, können wir nicht. Wir könnten eine Brustrüstung herstellen. Ich glaube, wir behalten mal unseres. Ach, ich kann sogar Talismänner verbessern. Nee. Sonst noch was? Nee, eigentlich nicht. Ich will das hier hinten jetzt mal machen. Komme ich irgendwie hin? Ach, ich muss da eh lang. Darf ich nicht lang? Da drüben ist ein verheddertes Boot. Ja, lass mich das mal machen, Junge. Gut ist los. Gleich schon wieder gesegelt oder gebötelt. Hier ist leider nichts. Ich habe auch schon ewig keine grünen Raben mehr. Was ist das hier für ein seltsames Gebilde? Aus wie mit vier Beinen. Atreus, komm her. Warum denn? Wir legen los. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Das sieht aus wie eine Hand. Wie hübsch es hier einfach ist. Ich lass mal am Rand lang siegeln. Oh, hier kann man lang. Hier ist eine Mauer. Ach, da kommen wir her. Wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, hier vorne lang segeln. Wo denn? Na! Episch, ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums, bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Oh, schade, dass hier alles kaputt ist. Was ist davon? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Oh, Kratos, seine Augen sahen ganz besorgt aus. Und sie haben sich einfach so bewegt, wie so richtige Augen. Oh, warten die auf uns? Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen sie uns nichts an. Aber sie vielleicht gehen uns nichts an. Bisher noch nicht. Es kommt bestimmt noch. Krass, das aussieht.
Ich will mal auf die Karte gucken. Hä, hier ist ein Kopf. Warum ist hier ein Kopf? Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Seh der des Lichts. Ich will da anlegen. In Alpen kennt man auch Sunshine. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Alfei. Okay, komm, wir steigen wieder aufs Boot. Oh. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg Lichtalbufer. Sieht der Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Warte, ich sehe diesen Vogel. Konzentrier dich. Na toll. Da komme ich nicht hin, Mist. Mann. Kann ich das kaputt hauen? Wo denn? Da! Bestarium? Was haben wir denn gelernt? Diese Nachtmare können uns kurzzeitig blenden. Gerade als ich dachte, Nachtmare könnten nicht noch schlimmer werden. Düsterer Nachtmare. Okay, haben wir sowas? Vier von 51. Ich mache euch mal keine Hoffnung. Wir werden nicht alle finden. Das ist auch nicht mein Anspruch, ehrlich gesagt. Kriegsbeute. Im endlosen Krieg zwischen Licht- und Dunkelalben wurden viele beeindruckende Relikte zurückgelassen. Wir sollten alle mitnehmen, die wir sehen. Brook zahlt bestimmt gutes Hacksilber dafür. Ja, oder sein Bruder. Jetzt haben wir hier zwei. Sollen wir erstmal hier geradeaus gehen? Ich seh doch nichts, ist doch dunkel hier. Wo ist er, warte? Da! Ich bin bereit! So, und jetzt gucken wir uns aber diese Pflanzen hier genau an. Das sind Schmetterlinge oder was? Wunderschön. Hey, schon wieder sowas! Karte aktualisiert.
Ah, ich hab's geahnt. Oh, wie ging das denn? Scheinbar habe ich sie richtig irgendwo hingeschmissen und sie zurückgeholt. Achso, was hab ich gedacht, hier ist eine. Ich hab gedacht, hier ist ein Drache. Schwerer Runenangriff, okay. Hä, wie kommst du da runter? Komm, wir gehen. Warte mal. Zurückrudern. Wie meinst du das mit den Augen eines Kindes? Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Später mehr. Wir müssen zu Fuß weiter. Ja, ich muss leider das Video vom Boot holen. Gut, dass man hier keine Ausdauerleiste hat. Haben wir das jetzt vergiftet? Atreus, ich glaube, wir haben unseren Weg vergiftet. Gold. Doch kein Gift. Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Ich lasse mir da drüben hin an die. Bevor wir hier in die Mitte gehen. Hier haben wir so ein anderes Ding. Verborgene Kammer von Odin. Da kommen wir her, oder? Nee. Ach, das ist wieder so ein Riss. Hier sieht noch alles so friedlich aus. Ich muss gerade überlegen, von wo kamen wir denn? Oh, hier können wir anlegen. Lichtalben. Heiligtum. Heiligtum. Oh. Wo denn? Ich sehe doch nichts. Ich
weiter so. Sehr schön. Warte. So, geht doch. Aha, hier ist noch irgendwo ein anderes. Ach, von oben muss ich, okay. Wo komme ich denn da hoch? Ah, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Nee, hier kommt man nicht hoch. Kommen wir hier noch nicht weiter? Müssen wir hier erst irgendwas lernen? Wir sind doch Kriegsgott. Müssen doch eigentlich schon alles können. Hier, Atreus, geh mal da durch. Also das muss man eindeutig von da oben machen. Dann hast du genau eine Linie. Aber da kommt man nicht hoch. Deswegen glaube ich, dass wir hier erst wieder später hinkommen, wenn wir da irgendwas machen können. Kann man hier irgendwo hoch? Nee. Nee, das passt nicht. Das geht nicht. Wir müssen hier leider wieder weg. Nun gut, dann fahren wir in die Mitte. Und lass uns mal berieseln. Ach, nämlich irgendwie ein Halo. Hier ist ja alles. Sagte, Mutterbeinekrieger. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Sie wurde zur Kriegerin. Doch ihr Krieg war das Überleben. Sich allein einer gnadenlosen Welt zu stellen. Und darum bat sie Sindri und Brock um die Axt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. Hä? Wie nein? Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Na... Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Was machen die denn? Was ist das denn? Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Ich sehe nichts. Oh nein, ich wollte das doch nur einsammeln. Geh wieder ran. So. Hier ist ein Rad.
glaube ich. Nein. Sieht aus wie Fischmännchen. So, jetzt lass mich mal hier drüben, hier ist auch noch so ein Rad. Wir gehören hier nicht hin. Dunkelalb. Anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken? Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert. Mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig, sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz nutzbar. Ähnlich wie bei wie Vaters Axt. Dunkelalben greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Nö. Die sind da schon da unten. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune, aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Ah! Was ist das? Ach so, wir kommen hier gar nicht weiter. Wir mussten das sowieso machen. Also, das sieht so außerirdisch aus irgendwie. Ach, erinnert mich auch ein bisschen an Returnal. Gut, wir haben jetzt das hier gemacht. Sonst sehe ich hier nichts weiter. Vielleicht sollten wir nochmal zur Sandschale zurück. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge, mein Kleiner. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und morgen gehen wir zur Sandschale. Tschüss.